absolut erheb dich in deine absolute Macht und Power. Und deine absolute Macht und Power hat keine Bedingungen. Es gibt keine Bedingung für deinen Erfolg. Es gibt keine Bedingung für dein Wirken. Es gibt keine Bedingung für deinen Seinszustand. Du entscheidest absolut jedes einzelne Detail in deinem Leben. Du entscheidest absolut zu 100%, wer du bist, wie du wahrgenommen wirst, wie du wirkst, wie dich andere dich sehen, wie andere mit dir umgehen. Das entscheidest du. Ja, ich wollte euch mal erzählen, warum ich mich so mega, mega riesig freue auf Absolut. Weil Absolut ist absolut das einzigartigste Businessprogramm, das es überhaupt gibt. Alle Businessprogramme sind entweder wuh, 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 spiri, 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 oder sie sind: Schau mal, wie ich es gemacht habe, du musst es auch so machen. Und viel Strategie, viel umsetzen, 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 das musst du machen. Und absolut ist anders. Absolut erheb dich in deine absolute Macht und Power. Und deine absolute Macht und Power hat keine Bedingungen. Es gibt keine Bedingung für deinen Erfolg. Es gibt keine Bedingung für dein Wirken. Es gibt keine Bedingung für deinen Seinszustand. Du entscheidest absolut jedes einzelne Detail in deinem Leben. Du entscheidest absolut zu 100%, wer du bist, wie du wahrgenommen wirst, wie du wirkst, wie dich andere dich sehen, wie andere mit dir umgehen. Das entscheidest du. Da gibt es nichts und niemanden, der dir da reinreden kann. Und wenn du das verstanden hast, dass du absolut die einzige Macht, die einzige Power, die einzige Einflusskraft, der einzige Erlaubnisgeber, die einzige Ursache von all dem, was du jemals in deinem Leben erleben wirst, bist, wird das Leben ganz, ganz anders. Es wird komplett anders. Du machst dir keine Gedanken mehr darüber, zum Beispiel, was wollen meine Kunden? Ja, das ist auch so eine riesengroße Frage. Was muss ich meinen Kunden anbieten? Wie soll ich mich positionieren, dass ich Erfolg habe? Wie soll ich mich positionieren, dass meine Kunden von mir kaufen? Das sind lauter Fragen, die kenne ich. Das sind Businessfragen. Das habe ich studiert. Ich habe Marktforschung studiert. Ich habe Businessstrategie studiert. Ich habe Marketing studiert und ich habe doziert. Ich weiß es. Aber ich weiß, dass das nicht das Prinzip ist, wie die Dinge in Erscheinung kommen. Ich weiß, dass die Dinge, die ich haben will in meinem Leben, nicht in Erscheinung kommen, weil ich eine Strategie verfolge oder weil ich Marketingbudget habe oder weil ich, weil ich, weil ich. All das, was ich in meinem Leben in Erscheinung bringen möchte, tritt in Erscheinung, weil ich die Person bin, die so lebt, weil ich die Person bin, die diese Erlebnisse hat, weil ich weiß, dass das Prinzip des Lebens so funktioniert, dass ich ansage, wie mein Leben funktioniert und was mein Leben in Erscheinung bringt. Überleg dir das mal. Du sagst an, wie dein Leben funktioniert und was dein Leben in Erscheinung bringt. Das sagst du an. Und nicht, weil du irgendetwas gemacht hast, weil du, weil du, weil du, sondern nur einzig und allein, weil du 100% davon überzeugt bist, zweifelsohne,
dass es erstens mal so funktioniert, dass das die Gesetze der Energie sind und dass die Energie in dir entsteht durch deine Vorstellung, durch deine Gedanken, durch deine Ansichten. Und zweitens, dass du dir genau diese Vorstellungen und Ansichten erlaubst. Und nicht, weil dir irgendjemand sagt, du darfst sie dir erlauben, sondern weil du weißt, dass du dir alles erlauben darfst, dass alles da ist, dass es an nichts fehlt und dass das, was du möchtest, niemanden weggenommen wird, sondern dass es schon lange da ist und sozusagen auf dich wartet. Und wenn dein Business Erfolg noch nicht so ausgestattet ist, wie du das möchtest, wenn dein Business sich noch nicht so anfühlt, wie du das möchtest, wenn du in deinem Business noch nicht die Dinge erlebst, die du erleben möchtest, dann ist es an der Zeit, dass du dir absolut bewusst bist, dass du dein Business bist, dass auch hier das Gesetz der Reflexion 100% greift und dass das, was du in deinem Business siehst, was du da rein projizierst, dir gezeigt wird. Und wie viele Glaubenssätze hast du noch über Unternehmensführung? Wie viele Glaubenssätze hast du noch, was getan und gemacht werden muss? Wie oft sitzt du da und sagst, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr machen oder das funktioniert so nicht, mein Business funktioniert so nicht, ich kann das nicht, ich muss Sachen machen in meinem Business, damit Geld reinkommt, auf die ich keine Lust habe. Wie oft lässt du dich noch von Leuten und Menschen überzeugen, dass du anders Unternehmensführung machen sollst, dass man ein Unternehmen anders führt, als du das gerne möchtest? Dass deine Kunden eine andere Sprache sprechen, als du gerne sprechen möchtest. Dass deine Kunden andere Bedürfnisse haben, als die, die du bedienen möchtest. Wie oft überlegst du dir, was kannst du besser machen, weil du glaubst, dass du noch nicht gut genug bist? Wie oft hast du schon deine Positionierung überarbeitet, weil du dir überlegt hast, wenn ich alle sagen, ich brauche eine andere Positionierung. Wie wenig ist dir klar, dass deine Positionierung sich automatisch aus deinem Seinszustand, aus deinem Selbstkonzept als Mensch, als Businessfrau, als Partnerin ergibt? Dass deine Positionierung durch deine Annahmen, Ansichten, Überzeugungen und Werte und Normen schon lange gegeben ist. Nur bist du dir nicht bewusst und auch ist es oft so, dass du vielleicht Werte und Normen und Ansichten weiterträgst, hinter denen du gar nicht stehst, weil du glaubst, diese Meinung muss ich vertreten als erfolgreiche Frau im Business. Und all diese Dinge machen dir das Leben schwer und verhindern sogar den erwünschten Erfolg. Und wenn dir klar wird, dass auch im Business, mein Business is me pushed out von Neville Goddard, Gesetz der Annahme 100% gilt und dein Business nichts anderes ist wie dein SP oder alles andere, was du dir wünschst und manifestieren möchtest, dann erkennst du, dass dieses Prinzip, ich bin alles und alles ist ich. Ich bin die Ursache und ich bin die Wirkung. Ich bin die Energie, die generiert und kreiert, auch im Business zu 100% gilt. Und ich möchte diese Ladies abholen, die erkannt haben, dass dieses Prinzip funktioniert in anderen Lebensbereichen und jetzt auch im Business vollkommen da oben stehst, dass du da oben stehst und weißt, du brauchst nichts mehr. Du brauchst keine Strategie mehr, du brauchst keinen Erlaubnisgeber mehr. Du brauchst niemanden, der dir im Außen sagt, dass deine Entscheidung, dass dein Wunsch, dass das, was du haben möchtest, was du erleben möchtest, okay ist, funktioniert, erfolgsgekrönt ist oder nicht, sondern dass du weißt, jeder Wunsch, den ich habe, der steht für mich schon bereit. Und meine einzige Aufgabe ist,
absolut und ohne Zweifel in die Identität dieser Frau, dieser Persönlichkeit einzutreten, die dieses Leben lebt. Ohne Wenn und Aber. Jetzt, in jedem Moment jetzt. Und das ist absolut, absolute Selbstermächtigung. Absolute Selbsterlaubnis sich geben. Weil es gibt nur selbst. Und wenn du dieses Prinzip dahinter wirklich absolut verfolgst, dann gibt es keinen Grund für Stress, dann gibt es keinen Grund für Drama, dann gibt es keinen Grund für schwer, dann gibt es keinen Grund für unmöglich, dann gibt es keinen Grund für anstrengend, dann gibt es keinen Grund, ich muss es anders machen, sondern dann bist du der Grund, dann bist du dein Business, dann bist du dein Erfolg und dann machst du Dinge, dann kreierst du Dinge, dann generierst du Dinge, die es noch nie gegeben hat. Dann gehst du neue Wege, weil es deine Wege sind. Weil du die Umwege nicht mehr gehen musst. Weil du die Umzu-Umwege nicht mehr gehen musst. Weil um zu diesen und jenen Erfolg zu haben, um zu diesen und jenen Umsatz zu haben, muss ich das und das und das vorleisten oder lernen oder üben. Aber du musst umzu nur die Person sein. Und das hat Auswirkungen auf alle Bereiche von deinem Business, auf deine ganze Mission, auf deine Vision, weil du musst dir nichts mehr ausdenken, du musst nichts mehr finden, du musst nur sehen, dass es alles schon da ist, dass es in dir angelegt ist, dass es in deiner Begeisterung angelegt ist, dass es darin angelegt ist, dass du mehr davon haben willst. Darin ist dein Erfolg angelegt, dass du mehr sehen willst von Dingen, von Erfolgen von anderen Menschen, von Glück, von Leichtigkeit, von Freude von anderen Menschen. Das ist angelegt, dass du das haben möchtest. Und es ist angelegt, dass du Erfolg damit hast. Es ist angelegt, dass du Erfüllung dadurch erfährst. Erfüllung durch jeden einzelnen Schritt, durch jedes einzelne Erlebnis, durch jedes einzelne Angebot in deinem Business. Diese Erfüllung steht dir zu. Die ist schon da, es ist schon alles kreiert, dein Business ist schon auf dem Serviertablett, es ist schon da, du hast es schon lange kreiert, du hast es schon lange generiert, deine Positionierung ist schon da, aber du lebst einfach noch in dieser Human Design beschränkten Welt, wo all diese Regeln und all diese Bedingungen und all diese Annahmen und all diese Rückschlüsse dir immer wieder sagen, es fehlt noch was. Dich immer wieder in den Mangel bringen, dir immer wieder sagen, da muss ich noch nachbessern und da muss ich noch besser werden und hier bin ich noch nicht gut genug. Wenn du das aber nicht aus Mangel heraus machst, sondern aus Begeisterung, weil du sagst, ich bin so begeistert von den Dingen, die ich tue, ich bin so begeistert von den Dingen, die ich kreiere, die ich generiere, ich bin so begeistert von den Angeboten, die ich aufsetze, ich bin so begeistert von den Events, die ich mache, ich bin so begeistert von den Kunden, mit denen ich arbeite, ich bin so begeistert von dem, was ich den lieben langen Tag mache, weil ich nur das tue, was ich möchte. Und niemand muss irgendetwas tun, was er nicht möchte. Niemand muss irgendetwas leben oder erleben, was er nicht möchte. Wenn ich verstehe, was das Leben von mir will, wenn ich verstehe, was die Divine Design Reise bedeutet, dass es bedeutet, dass ich hier aufwache aus meinem Traum, aus meinem Divine Design wache ich in einer Welt der Bedingungen, Annahmen, Restriktionen, in einer Matrix, in einem Umfeld, in einem Universum auf, wo ich denke, hier regiert die Unmöglichkeit. Die Unmöglichkeit, die the impossible regiert. Und dabei, in Wahrheit, ist alles möglich. The I am possible regiert. Es regiert, dass ich möglich bin. Es regiert, dass ich möglich bin, alles möglich bin. Dass ich sein kann, wer ich wirklich bin in meinem Divine Design, wer ich wirklich bin ohne Einschränkungen, ohne Restriktierung, ohne abwertende Annahmen und Bewertungen, ohne Ängste, weil auch Ängste sind nur Annahmen. Ich kann keine Angst haben, wenn ich permanent annehme, dass alles gut für mich ist und dass ich gut genug bin und dass das, was ich möchte, gut genug ist. Dann kann ich keine Angst haben. Und das sind alles solche, es sind
tricky Spiele, die dein Mind mit dir macht und blockiert. Und diese Blockaden sind eigentlich nur Spielchen. Diese Trigger sind eigentlich nur Spielchen, wo es immer wieder darauf ankommt, weißt du, wer du wirklich bist? Weißt du, wie du wirklich wirkst? Weißt du, dass deine Wirkung aus deinen Ansichten, Gedanken, Annahmen und Rückschlüssen entsteht? Weißt du, dass du annehmen darfst, was du möchtest, dass du Zusammenhänge gar nicht machen musst und wenn du Zusammenhänge machen möchtest, dann machst du die zu deinen Gunsten, zu deinem Erfolg, zu deiner Erfüllung? Das ist Living in the End. Und absolut bringt dich genau in dieses Living in the End. Absolut bringt dich genau dahin, dass du absolut in deiner Power, auf deinem Thron, nenn es, wie du es möchtest, aber dass du in dieser Position bist, in deinem Leben, wo du absolut nicht beirrt bist, wo du absolut nicht abgelenkt bist, dass du absolut keinem mehr eine Macht gibst, dich irgendwie klein zu machen oder dir zu sagen, irgendetwas, was du möchtest oder was du erleben möchtest, was du rausgeben möchtest, was du generieren möchtest, was du schöpfen möchtest, dass es nicht möglich ist, dass du absolut entspannt da sitzt auf deinem Platz in diesem Leben als Schöpferin, weil das Businessprogramm absolut ist eben nur für die Ladies und dass du absolut da sitzt. Und dass du dir absolut nichts mehr einreden oder vormachen lässt, es dich beschränkt. Dass du sagst, es geht nicht und so kann man das nicht machen und anders muss man das machen. Darum geht's in absolut. In absolut geht's darum, dass du dich wirklich hinsetzt und sagst, ich bin absolut diejenige, die sagt, wie es läuft und wie es rauskommt. Und was ich dafür tue, sag absolut immer nur ich, weil ich bin das absolut, ich bin die absolute Instanz in meinem Leben. Es gibt keine andere Instanz und deswegen gibt es auch niemand anders, der mein Ergebnis beeinflussen kann. Und auf diesem absoluten Thron und dieser absoluten Position zu sitzen und zu generieren, nicht zu regieren, sondern zu generieren, zu erschaffen und zu erschöpfen, dass du das machst, weil du diese ganz sicher verankerte Annahme über dich hast, über dein Divine Design, dir keine Schranken oder Beschränkungen oder Blockaden mehr einreden lässt, dir keine Wege, Zusammenhänge, Rückschlüsse mehr einreden lässt, dass es so geht oder dass du es so machen musst, weil es alle so gemacht haben, sondern dass du dich absolut in die Position setzt, wo alles schon so da ist, wie du möchtest. Und wenn alles schon so da ist, wie du möchtest, müsst du dich nur noch da reinsetzen und es leben und erleben. Und es genießen und deine Freude und deine Erfüllung als Frequenz, wenn wir schon in Frequenz sprechen wollen, als Frequenz generierst und dir nicht die Gedanken machst, wie komme ich dahin? Was muss ich noch machen? Was soll ich noch für einen Beitrag sein? Wie kann ich besser dienen? Du dienst nur dir selber, du dienst nur deiner Erfüllung, du dienst nur deinem Divine Design und das ist schon verdient, ja? Du hast schon alles verdient, du musst nicht mehr dienen, alles ist verdient worden. Du hast alles verdient, alles ist verdient worden, es gibt nichts mehr zu verdienen. Es ist schon alles da, living in the end. Da kann dieser Aspekt, ich muss dienen oder ich muss beitragen oder ich muss oder ich will, ich möchte Beitrag sein, ich möchte Verdienst sein, ich möchte. Diese Gedankenspur brauchst du nicht. Diese Erlaubnisgeber, die musst du dir alle gar nicht mehr kaufen. Du musst nichts mehr von dem, weil in Wahrheit ist es nicht so, die Energie ist da, sie ist on point, aber du bist nicht da, du bist nicht on point, weil du glaubst, du brauchst noch Erlaubnisgeber, du brauchst noch Verdienste, du brauchst noch irgendeinen Beitrag, den du leisten möchtest, du musst es dir noch irgendwie verdienen und du, das ist so Bullshit. Wenn du Energie verstehst, dann weißt du selber, warum ich jetzt mich so amüsiere. Ich saß ja auch da, wo du saßt und habe gekämpft und gehadert. Ich saß ja auch da und habe immer gedacht, was muss ich noch machen, was soll ich noch machen? Sag mir doch, was ich machen soll. Ich bin bereit, alles zu machen. Ich will es jetzt endlich. Und das Divine Design sagt, hey Lady, es ist da. Du bist da.
Du bist eigentlich schon komplett angekommen. Du musst es nur noch realisieren. Du musst es realisieren, es fehlt dir nichts. Es fehlt dir nichts. Du brauchst keine Mission. Du bist die Mission. Du bist die Mission. Du bist die Vision. Deine Vision ist das, dass du da bist, dass du in deinem Divine Design da bist, dass du dich genießt, dass du dein Leben genießt, dass du da alles genießt, was gerade da ist. Das ist deine Lebensmission. Und das Einzige, was du lernen musst, ist absolut zu sein. Nicht mehr relativ. Dich nicht relativ. Brauchst du dich auch nicht mehr vergleichen. Brauchst du auch nicht mehr analysieren. Das ist ja eins von den schwierigsten Dingen gewesen für mich. Zu analysieren, was jetzt funktioniert und was nicht funktioniert. Und zu analysieren, was andere gemacht haben, um ihren Erfolg zu haben. Und um ihr Geld zu haben, um ihre Traumbeziehung zu haben, um ihr Traumleben zu haben. Was haben die gemacht? Welche Schritte sind sie gegangen? Es ist irrelevant. Absolut irrelevant. Weil es nicht darum geht, Schritte zu gehen. Es geht darum, zu sein. Und sein heißt erleben. Sein heißt klar sein, absolut sein, 100% sein. Das heißt das. Und da gibt's keinen Job, keine Aufgabe. Nix. Absolut gar nichts. Weil es absolut ja schon alles da ist. Es ist absolut gegeben. Ask and it's given. Alle lesen dieses Buch von Esther Hicks. Ask and it's given. Und nachher richtet sich keiner dran. Wie viele Bücher hast du schon gelesen? Wie viele Erkenntnisse hast du schon gehabt? Wie viel Klarheit hast du schon gewonnen? Und wie wenig hast du dich danach gerichtet? Es geht darum, dieses Prinzip zu verstehen und sich absolut hundertprozentig danach zu richten. Keinen Bullshit mehr zuzulassen, der irgendwie sagt, es fehlt dir was, du musst noch umzu und hier ist eine super Strategie und hier ist ein Weg für dein Business und hier ist eine Ausbildung und hier ist ein Erlaubnisgeber, den du dir noch geben musst. Wenn du das Prinzip verstanden hast, macht das alles gar keinen Sinn, das zu behaupten und es zu sagen. Das macht absolut keinen Sinn, zu denken, ich muss noch und umzu, sondern ich muss nur noch mehr in diesen absoluten Seinszustand eintreten und so denken und so fühlen und so handeln, wenn ich erfüllt bin, wenn absolute Fülle herrscht und wenn mir nichts fehlt. Das muss ich tun. Und ich muss nicht mehr rumstudieren und auch nicht jeden Morgen, wie ich dann in anderen Teachings immer wieder höre, jeden Morgen mir die Frage stellen, wie kann ich noch besserer Beitrag sein? Ich bin maximaler Beitrag. Wie kann ich es mir noch bewusster machen? Wie kann ich es noch mehr erleben? Wie kann ich es noch mehr genießen? Dieses Sein, das ich wirklich jetzt schon bin, ohne Mangel in absoluter Erfüllung. Das ist die Frage, die ich mir jeden Morgen stellen soll. Wie kann ich das, was ich wirklich bin, wahrhaftig bin, wie kann ich mein Divine Design noch mehr genießen, noch mehr hier manifestieren, noch mehr verkörpern? Was macht mir gerade Spaß? Welches Erlebnis generiere ich? Welches Erlebnis erschaffe ich? Welche Ansicht schöpfe ich? Welche Vision generiere ich? Was hole ich raus aus dem Dunkeln? Es ist einfach nur dunkel. Und du bist da, um es sichtbar zu machen. Für dich, in erster Linie, nur für dich. Um dich sichtbar zu machen, um absolut dich zu sehen. Um dich absolut zu sehen ohne Mangel, um dich absolut zu sehen in allem, was du schön findest und in allem, was dir gefällt, um absolut zu erkennen, dass es hier keinen Lernweg gibt, dass es hier nicht darum geht, dass du immer wieder scheitern musst, um aufzustehen, sondern dass du erkennen musst, dass du gar nicht scheiterst, dass du noch nie gescheitert bist, sondern dass es hier nur um Erlebnisse geht. Und das, was du als Scheitern oder irgendwie als schlecht eingeordnet hast, war nur schlecht, weil du davon ausgegangen bist, dass dir schlechte Dinge passieren und dass du schlecht bist und dass das Leben dich womöglich noch bestraft und dass du dich Schuld aufgeladen hast und dass irgendwas an dir nicht in Ordnung ist und dass du das lernen musst und dass du das verbessern musst. Absolutely not. Absolut nein.
Nichts von dem. Nichts. Keine Strafe. Nichts falsch. Nur falsch informiert. Nur falsch informiert. Ich habe mal eine Klientin gehabt, die hat wirklich eine halbe Million in Coaching für ihr Coaching-Business wiederum investiert. Eine halbe Million. Und ihr wurde immer wieder gesagt, du musst nur dranbleiben. Du musst es nur wirklich wollen. Du willst es nicht wirklich. Und sie ist dran geblieben. Sie hat sich verschuldet und wieder verschuldet und wieder verschuldet. In die allergrößte Verzweiflung. Und sie wollte es und sie hat alles gemacht. Und am Schluss hatte sie keine Kohle mehr. Sie konnte gerade noch ein Gespräch bei mir buchen. Ein Gespräch. Und dann habe ich ihr das mal klar gemacht. Nach zig Coachings hat sie es verstanden, auf was für einen falschen Trichter sie hier war, wie sie immer wieder Kohle gezahlt hat, weil sie nicht gut genug war, wie sie immer wieder mehr und besser versucht hat, besser zu sein und es endlich zu kapieren. Und keiner hat ihr gesagt, dass sie eigentlich schon gut genug ist. Und dass das ganze Drama und diese ganzen Schulden und dieser ganze Misserfolg nur daraus kam, weil sie auf dem Standpunkt war, sie ist nicht gut genug und sie muss noch was lernen und besser werden. Und so passiert es in den meisten Coachings und aus diesem Mindset gehst du in den meisten Coachings und in absolut gehst du rein, weil du weißt, ich bin absolut schon alles und ich habe schon absolut alles. Und das Einzige, was ich üben muss, immer wieder zu wissen und zu erkennen, daraus zu leben und zu denken und in diese Verkörperung zu gehen, die absolut schon lange da ist für mich in Erfüllung, in meinem Divine Design. Das ist es. Und so gehst du in absolut rein, weil sonst gehst du nicht in absolut rein. Du gehst nicht rein, um irgendwas zu lernen und um besser zu werden. Du gehst darin, um absolut zu erkennen, wer du bist und dass du alles haben darfst, was du möchtest. Das ist absolut. Und diese Lady, um diese Geschichte nochmal zu Ende zu bringen, und diese Lady, die hat mir gesagt, scheiße, Patricia, warum hat mir das niemand gesagt? Dann habe ich gesagt, nicht, weil es irgendjemand bös mit dir gemeint hat, sondern weil selber niemand gewusst hat, weil selber jeder denkt und gedacht hat, ich gehe diesen Weg des Leidens und ich gehe diesen schweren Weg und ich gehe diesen Weg der großen Investitionen, damit ich endlich das Erlaubnis habe, besser zu sein. Weil es jeder macht. Weil es einem so gesagt wird, weil niemand weiß, wie Energie funktioniert wirklich. Weil alles irgendwie in Bedingungen gedacht wird, weil unser intelligenter, analytischer Mind immer wieder Bedingungen und Rückschlüsse und Muster und Raster und Zusammenhänge generiert. Und dann folgen wir diesen Zusammenhängen. Und wenn ich weiß, dass es nicht notwendig ist, weil Energie, diese Zusammenhänge, Raster, Muster, Rückschlüsse und so weiter und so fort, die generell immer wieder erzählt werden in den Geschichten, die wir dann übernehmen, anstatt dass wir unsere eigenen Geschichten schreiben, dann laufen wir halt bis zu dem Moment, wo wir eben mit aus irgendeinem Grund plötzlich krack aufwachen oder es uns klar wird oder wir also nicht weiterkommen und wir sagen, ich habe schon alles versucht, ich habe alles versucht und es klappt nicht, es klappt, es muss doch irgendwie klappen, weil irgendwie klappt, muss es doch klappen. Wenn du an dem Punkt bist, dann bist du bereit zu hören. Und die Lady, von der ich erzählt habe, mit einer halben Million Schulden, die dann übrigens wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen ist, aber natürlich als eine ganz andere Lady. Und die hat jetzt dort Erfolg. Und ihr Angestelltenverhältnis ist übrigens auch nicht mehr für sich die Qual oder die Degradierung, dass sie es in der Selbstständigkeit nicht geschafft hat. Weil sie verstanden hat, warum sie so aufgeprallt ist, warum sie sich so verschuldet hat, weil sie eine falsche Ansicht über das hatte, wie sie ist und wie die Welt läuft. Und weil sie nicht gewusst hat, wie Energie funktioniert und was es heißt, ein energetisches Wesen zu sein. Weil sie es einfach nicht gewusst hat. Sie hat es nicht gewusst. Und das ist völlig okay. Ich habe es auch lange nicht gewusst. Und ich habe auch viel lernen müssen, um es endlich zu erkennen. Und ich habe es komplett erkannt. Ich habe es absolut erkannt. Und es gibt keine Ausnahmen
vom Prinzip. Es ist das Prinzip des Lebens, es ist das Prinzip der Schöpfung, es ist das Prinzip der Energie. Die Energie, die hinterher durch Beobachtung, Manifestationen, Objekte, Sachen zum Anfassen hervorbringt. Immer. Und es funktioniert immer genau gleich. Und die Sache, wenn du dieses Quantenexperiment schon gehört hast, wo du die Teilchen durch Beobachtung in eine Form bringst, das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Aber dieses Prinzip musst du meistern. Weil was heißt Beobachtung? Wenn du Beobachtung hörst, denkst du immer, ah ja, ich muss da jetzt hinklotzen und es beobachten. Ich muss es visualisieren. Aber da ist noch viel mehr dahinter. Ich muss entsprechend Gedanken haben. Ich muss die entsprechende Person sein, die sich überhaupt erlaubt und diese Kraft und diese Power hat. Ich kann mich nicht klein machen. Ich kann nicht an mir zweifeln. Ich kann nicht am Ergebnis zweifeln. Ich kann nicht am Prinzip zweifeln. Ich muss es einfach so felsenfest wissen und dahinter stehen. Und ich muss wissen, dass Beobachtung und Visualisierung nicht der Bildeffekt ist, sondern das ist der Effekt mit all meinen Sinnen. Das ist der Effekt meines Seinszustandes. Und wenn ich in diesen Seinszustand gegangen bin, dann bin ich automatisch in der Beobachtung. Und die Beobachtung ist eine Annahme, die Beobachtung ist ein Rückschluss. Ich kann eine Kaffeebohne beobachten und kann sagen, es ist ein Ferrari. Verstehst du? Und da so tief reinzugehen, da dahinter zu gehen, hinter dieses Prinzip und in diese volle krasse Macht und Ermächtigung absolut einzusteigen, das generiert dir deine absoluten Ergebnisse. Und dann kannst du auch aus Scheiße Gold machen, wenn du aus einer Kaffeebohne einen Ferrari machen kannst. Das kannst du. Wir können das alle, wir sind so ausgestattet. Aber wir müssen unseren Mind, unseren Verstand, unsere Ansichten, diese Maschine, die immer wieder analysieren möchte, dazu nutzen, dass sie analysiert und Rückschlüsse macht, zack, 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 so, dass sie dem Prinzip entsprechen, dem Prinzip der Erfüllung und nicht dem Prinzip des Mangels, weil wir sind so programmiert. Mangel, 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 wo kann ich Mangel sehen, wo finde ich Mangel, wo finde ich Fehler, wo finde ich noch nicht gut genug und dann, wie kann ich das ausmerzen und was kann ich machen, um das besser zu machen und so weiter und so fort. Und dabei ist alles absolut da. Und du musst nur reinspringen. Es ist wie wenn du einen Ferrari dir wünschst und der steht schon vor der Tür und du hast es noch nie gesehen, dass der da steht, weil du konntest es nicht sehen. Der ist schon lange da gestanden. Einer hat dir gesagt, es ist dein Ferrari, hat dir den Schlüssel hingelegt. Und du hast es nicht gehört, weil du beschäftigt warst, damit besser zu werden oder irgendwelche Sachen zu regeln oder zu erledigen. Und während diese Person in deinem Leben war oder diese Sache, dieses Ding, dieser Schlüssel, diese Information, egal wo sie herkommt, sie war einfach schon da und dieser Ferrari steht vor deiner Tür und du bist so beschäftigt und so abgelenkt mit endlich irgendwas zu schaffen und zu erschaffen und Strategien durchzuorgeln und Marketing, keine Ahnung, Marketing-Systeme aufzubauen, weil du gar nicht merkst. Ist ja schon alles da. Es ist ja auch schon alles da. Und aus diesem Standpunkt heraus ein Business zu führen, ist nie da gewesen. Und das sage ich als Business Lady, als Studierte, als Unternehmensberaterin, als Uni-Dozentin, als Marketing-Dozentin, als die diesen ganzen fucking Hard Fact in ihrem Brain hatte und ich eine absolut 100% neue Sprache lernen musste, eine neue Business-Sprache, eine neue Marketing-Sprache aus der Sicht der Erfüllung, aus der absoluten Sicht. Es ist completely new. Und dann hast du das, was du willst, wenn du es verstehst. Dann hast du das, dass es einfach ist. Dann hast du das, dass es kommt. Dann hast du das, dass dir nichts fehlt. Dann fühlst du dich wohl. Wenn du dich wohlfühlst, dann bist du gesund. Wenn du dir kein Bullshit mehr erzählen lässt, dann hast du keine Probleme, dann bist du sorglos. Aber du musst auf dein Prinzip absolut beharren. Und das wird
Das ist das einzige Programm dieser Art. Es gibt niemand, der dir das so absolut erzählt. Irgendjemand sagt, du musst dann halt absolut noch das machen und das machen und das machen und meditieren und dann musst du noch das machen und blalala. Du musst das machen, was dich in einem Seinszustand hält, der absolut dem entspricht, was du leben und erleben möchtest. Und dann kannst du dir aussuchen. Da kriegst du eine riesen Toolbox von mir. Unglaublich viele Möglichkeiten, mit deinem Hirn, mit deinem Analytiker zu arbeiten, dass du immer mehr und länger und irgendwann mal ausschließlich absolut in dieser Position bist. Und dann kannst du sehen, wie sich alles manifestiert, ohne dass du dir den Arsch aufreißt. Im Sinne von tun, von schwitzen, von machen, von investieren, von allen möglichen Dingen, die du nicht tun willst, wo du dich überwinden musst, sondern dass du tatsächlich, das heißt, der Freude folgen kannst. Aber das Ding ist, wenn du der Freude unter der Bedingung folgst, dass du deine Frequenz erhöhen musst, damit du dann endlich gut genug bist, um Erfolg zu haben, dann bist du nicht wirklich der Freude gefolgt. Weil wenn du der Freude folgst, aus dem Sinne her, ich muss die Freude suchen, um zu erfolgreich zu sein, um zu glücklich zu sein, muss ich der Freude folgen. Aber ich bin nicht die Freude. Und ich bin auch nicht glücklich. Und erfolgreich bin ich auch nicht. Dann hast du das Absolutprinzip eben noch nicht verstanden oder noch nicht umgesetzt. Solange du noch umzumachst. Solange du noch umzumachst, bist du nicht frei. Bist du nicht absolut. Und wenn du absolut bist, machst du nicht mehr umzu, sondern weil es Spaß macht. Weil du gerade Bock drauf hast. Weil es eine Idee ist, die dich begeistert. Weil es dich begeistert. Weil es cool findest. Weil es ein Erlebnis ist, das du dir gerade richtig klasse vorstellst. Und genau aus dem mache ich nämlich zum Beispiel nächstes Jahr mache ich circa 4 Events in person an verschiedenen Orten. Nicht umzu. Weil ich es geil finde, weil ich Bock habe. Weil ich Bock habe, mit Leuten absolut eine geile Zeit zu erleben. Und den Menschen zu zeigen, wie es ist, wenn ich absolut lebe und nicht im Plan und im Stress und in der Strategie. Und wie ich absolut erfolgreich bin damit. Weil ich da Lust drauf habe, das mit euch zu erleben. Weil ich Lust drauf habe, dieses Universum, mein Universum so zu gestalten und auszugestalten. Und eine Schnittmenge mit eurem Universum darzustellen. Wo wir jeder sein absolutes eigenes Universum haben. Und Schnittmengen generieren, die uns begeistern. Das ist die neue absolute Perspektive übrigens von Networking. Ich habe mein Universum, ich stehe da drin, absolut, ich bin begeistert. Du hast dein Universum, du stehst da drin, bist absolut und begeistert. Wir bauen eine Schnittmenge und erleben Begeisterung zusammen. Das ist wahre Inspiration, das ist wahres Networking. Das ist wahres, volles, absolutes Empowerment. Und das ist das Einzige, was mich interessiert. Das ganze Umzugeschmanze und Gelaber und so weiter und so fort. Und ich habe die tollste Strategie. Ich habe bla 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 für dich. Und hier ist der 6-Schritte-Plan. Und hier und so weiter und so fort. Ich bin nicht gegen Konzepte. Bei mir machst du viele Konzepte. Bei mir machst du Beziehungskonzepte, Businesskonzepte, Selbstkonzepte. Du machst ganz, ganz viele Konzepte. Ich bin nicht gegen Konzepte. Konzept ist Visualisierung, Konzept ist die Basis. Ein Konzept ist immer die Basis von Ich Bin. Ich brauche ein Ich Bin-Konzept. Ich brauche Konzepte. Ich brauche ein Ich Bin-Konzept im Business. Ich brauche ein Ich Bin-Konzept in der Beziehung. Ich brauche ein Ich Bin-Konzept im Sport, wo auch immer. Ich brauche Konzepte. Ich bin nicht gegen Konzepte. Aber es ist ein Konzept. Und ich mache dieses Konzept, weil ich das bin, dieses Konzept. Und nicht um zu mit diesem Konzept irgendwas zu erreichen, sondern weil das Konzept eigentlich schon meine Manifestation ist. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart, zugehört habt. Es geht hier um absolut Business, aber absolut ist ein Lifestyle. Absolut ist das Ich Bin absolut.
alles. Absolut ist Gott, absolut ist göttlich, absolut, Divine Design ist einfach absolut. Es geht aber auch darum, absolut zu denken. Und selbst die Leute, wo ich glaube, immer wieder, wow, die haben es kapiert, dann sagen sie immer noch, Gott hat mir den Weg gezeigt. Nee, Mann, Gott hat dir nicht den Weg gezeigt. Du warst in deinem Living in the End und dann hat sich der Weg ergeben und der Weg ist so wurscht. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Gott hat dir keinen Auftrag gegeben. Du bist es schon lange. Du bist schon lange Divine Design. Da gibt es keinen Auftrag. Da gibt es kein Dienen. Da gibt es kein Rechtfertigen. Da gibt es kein Erlaubnis geben. Da gibt es nichts. Gott ist in mir und er führt mich. Du bist schon lange überall dort hingeführt worden, wo du sein möchtest. Es geht nur darum, deine absolute Position einzunehmen. Und das ist das Geilste. Das ist das Geilste und das ist das, was du lernen kannst von mir. Und damit bist du angekommen. Komplett erfüllt. Im Divine Design. Und jetzt kannst du es leben, erleben und verkörpern. Und das ist eben das, was jetzt der nächste Schritt ist, aus dem Absolut heraus, dass ich das verkörper, dass ich das erlebe, dass ich Luxus, dass ich Reisen habe, dass ich meine Gesundheit habe, dass ich meine Begegnungen habe, dass ich meine Leute habe, alles. Dass ich das einfach erlebe, dass ich das zum Anfassen habe, weil ich habe diesen Körper, damit ich Verkörperung habe und damit ich Verkörperung von anderen wahrnehme. Und Verkörperung von anderen Menschen, Verkörperung von Häusern, von Tieren, von whatsoever. Aber nicht um zu erfüllt zu sein, sondern weil Erfüllung da ist und weil ich Erfüllung erlebe, die ganze Zeit, weil ich es bin. Und das ist Divine Design, absolut, absolut Divine Design, absolut, ohne Wenn und Aber, ohne Gründe, ohne Rückschlüsse. Es braucht es nicht. Oder hast du schon dich irgendwann mal gefragt, was braucht das Licht oder der Lichtschalter, damit ich ihn anstelle? Vielleicht muss ich vorher meditieren, damit der Lichtschalter dann von mir angestellt werden kann. Vielleicht sollte ich vorher bla 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 machen, bevor ich mich entscheide, den Lichtschalter anzustellen. Vielleicht braucht das Licht, das leuchtet. Vielleicht braucht die Sonne, damit sie scheint und wärmt irgendwas von mir. What? No! Dies on, 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 on. Du bist on, on, on. Dein Herz schlägt, weil du bist on, on, on. Um zu verkörpern. On, on, on. Und du musst nichts dafür tun. Genauso wenig, wie du deinem Herz sagen musst. Könntest du heute bitte Pflicht immer noch schlagen? Nein! Und aus diesem Prinzip kannst du dein ganzes Leben leben. Du sagst, du gibst es, es ist Gesetz, es ist absolut sonnenklar. Und die Leute, für die es eben absolut nicht sonnenklar ist, dass ihr Herz schlägt, dass sie gesund sind, dass alles in Ordnung ist, dass ihr Körper weiß, was, wie er zu leben hat, wie er gesund zu sein hat, wie er zu heilen hat. Die Leute, die sich keinen Zweifel darüber machen, dass sie perfekt und in Ordnung und gesund sind. Die sind es. 100%. Und die Verlockung ist so groß, die Imperfektion anzunehmen, die Nichterfüllung anzunehmen. Die Realität ist da. Du kannst jederzeit einsteigen. Es sind unendlich viele Realitäten da. Du kannst es wählen. Nur wenn du absolut in deinem Posten hockst, und absolut weißt, wie es funktioniert, dann lässt du diese Realitäten, die du nicht betreten willst, einfach an dir vorbeifließen. Zack, sie gehen. Boom. Ja, kennst du es von der Meditation? Lass die Gedanken an dir vorbeigehen. Hier geht es nicht um Gedanken alleine. Hier geht es um Realitäten. Hier geht es um Annahme, hier geht es um Rückschlüsse, hier geht es um Ich Bin's, hier geht es um Seinszustände. Die sind alle angeboten, aber du lässt sie an dir vorbeifließen, wenn du sitzt absolut auf deiner Topspitze deiner Pyramide. Ich habe so eine Divine Design Pyramide aufgezeichnet und da sind wir jetzt an der Spitze.
gibt es aber dann noch genauere Videos dazu, wie das funktioniert, diese Divine Design Pyramide zur absoluten Spitze. Um es immer klarer und klarer zu machen. Aber du bist da, du sitzt ja schon da oben. Nur wenn du glaubst, dass du da unten sitzt, in der Masse, die immer noch Bedingungen wälzt, ja dann kannst du das auch erfahren. Da ist nichts schlecht dran. Aber dem Moment, wo du sagst, so jetzt ist aber gut, jetzt will ich da mal in meine absolute Position wieder steigen und diese Erfüllung leben, dann go! Geh einfach dahin, mit einer Entscheidung gehst du dahin. Und du musst nicht mal absolutes Businessprogramm buchen. Das ist auch wieder nur eine Hilfe, die dir Spaß macht, eine Unterstützung, ein Weg oder was weiß ich, eine Experience. Absolut ist auch wieder eine Experience. That's it. Aber schon allein dieses Video, wenn du das nochmal von vorne anschaust und kapierst, was ich dir sagen möchte, und es umsetzt, absolut, ohne wieder zu denken, ja, aber vielleicht hat jemand anders mehr Recht, aber vielleicht müsste ich doch noch mehr und da, da, da und vielleicht fehlt mir was. Wenn du absolut aufgehst in einem absolut wahrhaftigen Seinszustand, dann macht's bam, 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 bam und du hast im Außen deine Manifestationen. Macht's bam, 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 deine Haut wird besser, bam, 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 dein Körper wird schöner, bam, bam, bam. Alles ist absolut da, aber du musst dort hocken. Du musst dort hocken und bleiben. That's it. Setz dich hin, das ist dein Platz, bleibe. Das ist absolut. Okay, hat mir Spaß gemacht mit euch und ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich, mich mit euch auszutauschen. Ich freue mich auf eure Kommentare. In welcher Art und Weise? Es wird es sicher wieder irgendwelche Leute geben, die sagen, die hat absolut eine Meise. Aber ich habe absolutes Divine Design. Ich habe absolut Klarheit und ich habe absolut den Überblick. Und deswegen hindert mich keine entgegengesetzte Meinung, die auch existieren kann. Aber halt nicht in meiner Welt und auch nicht in meinem Universum. Weil bei mir läuft es halt so, wie es mir gefällt.